Ja, wir haben den Waffenschmied. Okay, das heißt du. Erstmal wieder Werkzeugschmied. Ja, und ich hoffe einfach mal, dass wenn ihm der Stein ausgeht, dass er dann aufhört mit den Straßen und anfängt, andere Sachen zu bauen. So, du produzierst wieder fleißig Eisenerz, das ist gut. Ihr wolltet Eisenwerkzeuge für Gold haben. Ja, bisschen teuer. Und ihr hier oben tauscht mir eine Wolle gegen zwei Bögen. Das ist dann nachher eine ziemlich ausgleichende Sache. Okay, die ersten 10 Bögen hätte ich schon mal. Ich habe halt wie gesagt keine Ahnung, was für eine Armee ich nachher brauchen werde, wenn ich gegen die Regenkrieger kämpfen werde. Die beiden Türme kriege ich relativ leicht eingerissen. Also da reichen mir 20 Schwertkämpfer und 15 Bogenschützen. Oder 25 Schwertkämpfer. Aber wie es dann später aussehen wird... Weil sie werden garantiert wieder Meisterkrieger haben. Und Meisterkrieger sind halt stärker ein bisschen. Also ein bisschen stärker als meine Level 3 Krieger. Du bist hungrig, ja. Du weißt, wo du Essen kriegst. Nämlich zu Hause. Anora kocht ja. Gut, jetzt werden wieder Eisenwerkzeuge produziert. Der findet noch Steine hier oben. Na gut, das Lehmarbeiterzelt kann eh noch warten. Wir haben noch mehr als genug Lehmklumpen, die wir eigentlich nur noch für Geschirr brauchen. Weil viele neue Gebäude werden wir jetzt nicht mehr bauen müssen. Yay, Bogenmacher erfunden. Und wir haben schon mal die Hälfte der Bögen, die wir brauchen. Yeah.
Wie sieht es eigentlich mit unseren Ölvorräten aus? Sieht okay aus. Pilze werden nur langsam etwas knapp. Okay, wir haben wieder eine schöne Eisenüberproduktion. Was wir nicht mehr haben, sind Möbel. Mach mal deine Möbelwerkstatt voll. Ach, du kommst ausgeruht von zu Hause, okay. Der findet echt noch einen Haufen einzelne Steine hier oben. Ja, der soll mal wieder das Eisen erst, was wir gerade haben, aufbrauchen. Da kann er wieder ein bisschen Steinmetzarbeiten machen. Du kannst trainiert werden. Bier wird wirklich immer mehr. Und wir haben fast genug, wieder genug Möbelstücke, dass er wieder Holzfäller arbeiten machen kann. Ist halt echt blöd, dass die Bäume auf diesen Maps nicht nachwachsen. Man sieht, wir haben hier jede Menge Kahlschlag und wir kommen nicht an Holz ran. Das ist auch so ein Problemchen, was wir haben. Die tauschen nämlich kein Holz. Die tauschen nur für Holz, nämlich Möbel. Und die hier oben, die tauschen auch nur Holz gegen Nahrung. Ah, das tun wir es mir viel lieber. Na, es wird auch langsam Wolle eingelagert. Wir kriegen auch schon Wolle hier oben jetzt langsam. So, du brauchst Leder. Und du findest immer noch Steine. Ja, Eisenmine steht schon eine Weile leer. Wir haben jetzt aber Eisenwerkzeuge dafür. Einmal mit Überschuss fast schon. Schon schön, dass genug Gold immer noch reinkommt. Ja, Holz macht mir wie gesagt Sorgen.
Ja, ohne Holz läuft ja irgendwann gar nichts mehr. Oh, Möbel werden jetzt überschüssig produziert. Nur wieder Dings, Holzfällen. Also gut, ja, es gibt noch mehr als genug Holz, aber da müssen wir halt immer unsere Holzfäller ein bisschen verlagern. Es gibt halt leider in dem Spiel keinen Förster und auch keine Möglichkeit, den Holzfäller auf Förster umzustellen. Nahrungsversorgung, Bonusgegenstände, Wohnhäuser und Frauen, kurze Wege. Ja, ich wünschte, irgendwer könnte Bäume anpflanzen. Oh, wir haben schon 20 Bögen. Gut. 21 Bögen sogar. Und Wolle wird hier oben eingelagert, damit wir sie gegen Dings tauschen können. Geh mal auf 10 Wolle runter. Ja, am Ende kann es sein, dass es darauf hinausläuft, dass wir nur noch übermäßige Horden Bogenschützen produzieren können. Ja, ganz ehrlich, Wolle kriegen wir unendlich, wenn auch langsam. Und Bögen können wir gegen Wolle tauschen. Für alles andere brauchen wir Holz. Das heißt, du kannst eigentlich jetzt mal wieder ein bisschen webern. Ja, nur noch 5 Bögen, die fehlen. Vielleicht haben wir dann die Möglichkeit, für irgendwas bei denen Leute anzuheuern, damit wir auch Truppen aufbauen könnten. Oder vielleicht haben wir das Glück und sie reißen für uns die beiden Türme ein.
Irgendwas wird's bringen müssen, die Indianer auch auf unsere Seite zu ziehen.